Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Ich bin's, Basti, oder auch Modern Consumer. Und ich zeige euch in den nächsten beiden Videos meine 10 am meisten geklicktesten Videos, seitdem ich bei YouTube dabei bin. Das ist jetzt ungefähr seit 2011, 2012. Ja, und da habe ich seitdem einige Videos produziert und die am meisten geklickt worden sind, schauen wir uns jetzt einmal an. Die Top 10 quasi, und wir fangen bei der 10 an bis zur 6 und dann 5 bis 1 gibt es im nächsten Part, im zweiten Part. Und ich werde zu jedem Video kurz ein bisschen was dazu sagen, je nachdem, was da jetzt kommen wird. Ich wünsche euch viel Spaß dabei bei meinen Top 10 meistgeklicktesten Videos. Auf Platz 10 sieht man direkt mal ein Tutorial. Das ist ja auch mal unglaublich bei mir, oder? FIFA 13 damals, da gab es den Balotelli-Jubel ganz neu. Und ich habe mir damals gedacht, komm, ich mache ein Tutorial dazu, wie macht man diesen Jubel. Und weil ich wusste, sonst kommt die Frage zigmal bei mir. Und dann dachte ich, komm, machst du das mal kurz und knackig. Das Video geht, glaube ich, 1,5 Minuten nur. Also eigentlich ziemlich gut und ziemlich kurz und knackig halt erklärt. Hat mir selber auch ganz gut gefallen. Also ich bin sehr zufrieden damit gewesen. Und das Video hat 75.000 Klicks. Also da kann man, denke ich mal, nicht meckern. Ja, Platz 9, das ist FIFA 12 Ultimate Team. Wie krass das noch da alles aussah. Da habe ich ein Pack-Opening gemacht. 650.000 Münzen habe ich da zusammengekratzt. Ich glaube, da waren zum Teil auch Spenden von meinen Abonnenten dabei. Und dann habe ich als letztes Video mit FIFA 12 dieses Pack-Opening gemacht. Ich weiß gar nicht mal, ob ich da irgendwelche seltenen Spieler gezogen habe. Das Video geht auf jeden Fall irgendwie halbe Stunde oder sowas, also ist eine ganz schöne Länge. Ja, Platz 9 ist FIFA 12 mit 78.000 Klicks auf das Video, also ein bisschen mehr als auf Platz 10. Und ja, das kam sehr lange sehr gut an, weil Pack-Openings ja allgemein ziemlich gut ankommen. Und hier noch ein FIFA 12 Video unter meinen Top 10 Videos, das finde ich auch ziemlich cool. Komm, Iniesta! Yeah! Letztes Pack, wir haben gar keinen Trommelwirbel gemacht, jedenfalls ich nicht. Iniesta! Ey, bei Platz 8, da hab ich selber gestaunt und wahrscheinlich denkt ihr jetzt auch, what the fuck, ey, das Video ist schon so alt. Damals habe ich mich noch gar nicht selber gezeigt und hatte auf meinem Kanal eine Umfrage gemacht, weil mein Controller kaputt war. Welchen Controller soll ich mir holen? Den Xbox 360 Controller oder so einen Logitech Controller? Und da habe ich mich am Ende für diesen entschieden hier. Also man konnte mich noch nicht sehen, ne? Damals hat man nur meine Hände immer gesehen, wenn dann. Und dann habe ich ein Pack-Opening zu dem Controller gemacht. Das Video wird heute noch oft geklickt, ist aber nicht so unter den, ist glaube ich aber nicht weiter vorne dabei. Aber dann habe ich dieses Video hier gemacht und habe damit zum ersten Mal FIFA 11 getestet, weil das halt für meine Abonnenten war, so nach dem Motto, hey Leute, ich habe jetzt den Controller, mag testen, wie das sich hier so spielt. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken, das Video geht nicht so lang. Und das ist jetzt quasi auf Platz 8 mit 84.000 Klicks, weil ich einfach mal meinen Controller austesten wollte in FIFA 11. In FIFA 11. Ja, ihr seht schon, ich lehne mich zurück. Wir sind jetzt auf Platz 7 und die Leute, die mich noch nicht lange abonniert haben, denken sich so, wahrscheinlich jetzt, was geht denn da ab? Ja, ich habe früher mit Mafia 1 auf meinem Kanal angefangen und dann kam Mafia 2 raus und ich hatte die Demo übelst gefeiert. Ich habe mich so gefreut auf das Spiel, deswegen hatte ich ja überhaupt meine Videos angefangen mit Mafia und Mafia 1 halt nochmal durchgespielt. Dann kam halt die Demo raus und dann wollte ich mal testen, wie ist denn so der Vergleich zwischen Mafia 1 zu Mafia 2, zwischen den Welten? Was kann man hier machen? Was kann man da sehen? Das ist auch ein längeres Video und ja, man hört mich natürlich da auch reden und vor allem, ich habe mir das eben nochmal in Ruhe angehört. Ich höre mich da auch, also ich sehe das hier im Hintergrund natürlich nochmal, ich höre mich da auch voll anders an noch. Da war ich noch ein bisschen schüchterner, noch ein bisschen ruhiger und also unprofessioneller, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da Mafia 1 und Mafia 2 verglichen und das Video, das war also ein Gameplay-Test mit der Demo quasi noch von Mafia 2 und das Video ist auf Platz 7 bei mir, der meistgeklicktesten Video mit 91.000 Klicks, also das hätte ich auch nicht gedacht und ihr wahrscheinlich am wenigsten, vor allen Dingen die mich noch gar nicht so lange kennen und das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, natürlich sind die alten Videos auf die Dauer viel geklickt, das wird heute noch geklickt und ich kriege heute noch Kommentare darauf, ihr könnt in alle Videos auch reinschauen dann mal, ich werde die hier alle in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr mal seht, was da früher bei mir abgegangen ist.
richtig krass, wo wir jetzt hier gerade sind. Ich muss mich gerade so schlapp lachen hier. Platz Nummer 6, da sind wir jetzt im letzten von diesem Part. Das ist mein tatsächlich ein FIFA 15 Gameplay. Das konnte ich, wie ihr da seht, bei EA direkt vor Ort aufzeichnen. Da hatte ich ja einige Videos gemacht und das kennen wahrscheinlich noch die meisten von euch. Und da habe ich das erste Gameplay-Video gemacht und das war gegen die KI auf Profi mit Bayern gegen Dortmund. Das Video ist jetzt auf der 6 mit 96.000 Klicks, ist jetzt ein paar Monate alt und für meine Kanalverhältnisse eigentlich ziemlich gut geklickt, vor allen Dingen jetzt in der kurzen Zeit. Und das Schlimme an dem Video war ja, dass ich meine, die meisten müssen es ja schon gesehen haben, theoretisch, dass ich einfach, da sind 4 Tore, glaube ich, gefallen und ich hat alle die KI geschossen. Ich habe eine Halbzeit mit Bayern gespielt und eine Halbzeit mit Dortmund und habe einfach nur aufs Maul bekommen und habe mir gedacht, scheiß der Hund drauf, ich muss noch so viele Videos da bei dem Event machen. Und dann habe ich das einfach hochgeladen, weil es einfach mein erstes Gameplay dort war, ein komplettes Spiel gespielt. Und ja, gut, das ist dann halt bei rausgekommen. Wer das verpasst hat, sollte es nochmal nachholen. Es war mir eigentlich übelst peinlich, was da abgelaufen ist, aber es ist jetzt auf meinem Kanal und unter meinen Top 10 geklicktesten Videos auf Platz Nummer 6. Also insofern eine ziemlich krasse Sache. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen beim ersten Part. Im nächsten Part gibt es dann Platz 5 bis Platz 1 und da gibt es auf jeden Fall eine riesengroße Überraschung drin. Schaut also mal rein, bis dann und viel Spaß. Die Videos sind wie gesagt alle in der Beschreibung verlinkt. Auch der nächste Part ist dann hier am Ende nochmal verlinkt. Also schaut rein, Platz 5 bis Platz 1 demnächst bei mir.